liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich in Sagro. So, ich bin gerade angekommen mit der Bahn. Ihr seht, es ist noch tiefer Winter. Noch sehr viel Schnee. Jetzt habe ich mich schon ein wenig verirrt. Man könnte meinen, hier oben sei noch Winter, noch so viel Schnee. Aber das wird sich jetzt sicher dann auch bald ändern. Ich bin übrigens heute unterwegs ins Val do Travers. Eine ganz schöne Gegend. Heute etliche Auf und Abs hier durch den Jura. Heute übrigens werde ich nicht so viel sprechen. Genießt einfach die Bilder. Bis später.
ich übrigens noch sagen wollte, hier befinde ich mich auch auf der Via Francigena. Keine Spur. Das selber eine machen. Das ist mühsam. Oh, so schön. So schönes Wetter. Und die Bäume da hier. So schön. So, ich habe wieder einen Punkt erreicht, befinde mich hier auf 1137 Meter über Meer. Und da hier unten bin ich jetzt hochgekommen, war ein Aufstieg durch tiefen Schnee und noch ziemlich steil und weit. Und hier vorne kann ich jetzt wieder. Und da bin ich jetzt gekommen. Und hier geht jetzt die Kantonsgrenze durch. Da unten zwischen den Bäumen da, hier ist ein Grenzstein. Da bin ich jetzt noch im Kanton Waadt.
Und da hier bin ich jetzt im Kanton Neuenburg. Da bin ich jetzt gerade hergekommen. Und jetzt mache ich da noch einen Abstecher zu einer Höhle. Gehe ich mal hier rauf. Bin gespannt, was man da sieht. 10 Minuten von da. So, da bin ich jetzt auf einem Felsvorsprung. Da vorne ist diese Grotte. Da geht es jetzt steil runter. Bei den Seiten. Da ist es also wirklich wert, dass man diesen Ort besuchen geht. So schön hier oben. Da sieht man in die Jura, den Jura rein. Diesen Ausblick hier. Ja, yeah. Das ist so schön. Oh, das ist wahnsinnig hier oben. Oh, dieser Ausblick, den man hier hat, das ist also grandios. Oh. Dieser Berg, wo man da sieht, ist übrigens Le Chasseron. Ein sehr bekannter Aussichtsberg. Den möchte ich übrigens bei meiner nächsten Wanderung besuchen. Übrigens, hier vorne sieht man ins Val Travers. Und hier ging es noch zu der Höhle runter. Und das werde ich jetzt nicht machen, weil der Zustieg ist mir jetzt momentan bei dem Schnee zu gefährlich. Es muss eine ziemlich große Höhle sein. Aber ich lasse das jetzt besser sein. Mal einen Blick zum Chasseron. Einfach schön da oben. Da draußen ist eine Langlaufloipe. Das ist ganz schön hier oben. Langlauf zu betreiben. Ganz toll sein da.
geht mein Weg hier runter. Wieder keine Spur. Jetzt bin ich da diesen Hügel runtergekommen. Sieht vom Weg überhaupt nichts. Da hier runter habe ich wieder ein Zeichen. Da geht's dann wieder in den Wald rein. Übrigens da hier, dieses Dorf, das ist das letzte Dorf an der Grenze zu Frankreich. Irgendwo da weit hinten wäre die Grenze. Das ist nicht mehr so weit. Hier, da wirklich im äußersten Zipfel der Schweiz. Bin nicht ganz sicher, aber soviel ich weiß, habe ich hier den höchsten Punkt in meiner heutigen Wanderung. Ich werde es dann noch unten hinschreiben, wie weit oben ich hier war. Gekommen. Und hier führt mein Weg weiter. Und da komme ich jetzt her. Hier ist der Jurazug. Thank you.
da hinten in diesem Tal, genau da hier unten, hier entspringt die Agös, dem Fluss, dem ich jetzt dann auch folgen werde. Wobei, vorher habe ich noch einen anderen Berg. Nochmal ein Blick darunter. He? Schön. Da ist ein Aussichtspunkt. Chapeau de Napoleon heißt das da hier oben übrigens. Da ganz unten ist das Dorf, wo ich mein Etappenziel habe. Geht da sehr, sehr steil runter. Und mein Weg geht jetzt hier am Hang entlang ins Tal. Geht jetzt mein Weg durch und hier runter, da bin ich jetzt gerade gekommen. Flöri in Sicht, mein Etappenziel. Es ist, war eine ganz, ganz schöne Tour, aber jetzt der Abstieg, der hat es jetzt in sich. Es ist noch ziemlich Schnee, glatt und geht sehr steil runter. Langsam und kann leider so auch keinen Film machen. Das ist mir zu steil und zu gefährlich hier zu filmen. Ich habe es jetzt bald geschafft, der Abstieg war jetzt wirklich heavy. Wenn ich zurückschaue auf die Tour, hat mir sehr gut gefallen, aber was ich sagen muss, es war sehr, sehr anstrengend. Weil durch den tiefen Schnee zum größten Teil keinen Weg und das spürt man. Aber es trotzdem ist diese Wanderung, da bin ich gesamt und sehr zufrieden, war sehr schön und natürlich sehr gutes Wetter dazu. Da oben bei diesem Haus war ich. Jetzt bin ich da alles abgestiegen. So, ich habe den Bahnhof erreicht. Oben nochmal das Haus, wo ich war. Die Umgebung. Bahnhof.